Liebe Freunde und Gäste, willkommen zu dieser wunderbaren Veranstaltung für die Gemälde von Maria Valora mit dem Titel Sie sind Geist, Sie sind Leben. Es ist uns eine große Freude und Ehre, der wunderbaren Künstlerin Maria Valora unser kleines, gemütliches Café zur Verfügung zu stellen, damit sie bei uns ihre Gemälde ausstellen und präsentieren kann. А сега да представим нашата художничка с няколко изречения. Und nun stellen wir unsere Künstlerin in ein paar Sätzen vor. Maria Valova е родена в град Пирдон, България през 1970 година. Тя развива любовта и страстта си към рисуването още като малко момиче. Учи изобразително изкуство в Международната гимназия Илия Петров в София. Maria Valova Petrova wurde 1970 in der bulgarischen Stadt Pirdob geboren. Schon als kleines Mädchen entwickelte sie ihre Liebe und Leidenschaft für das Zeichnen. Sie studierte bildende Kunst an dem internationalen Gymnasium Ilija Petrov in Sofia. Също така е учила и в Нов български университет в София. Там с акцент върху сценографията. Освен работата си като художник на свободна практика и като художник и илюстратор, тя работи в студио за кинематографична анимация в София. Sie studierte auch an der Neuen Bulgarischen Universität in Sofia, dort mit Schwerpunkt Szenografie. Neben ihrer Arbeit als freiberufliche Künstlerin und Illustratorin arbeitete sie im Cinematic Animation Studio in Sofia. Maria je ilustrirala na 24 детски книги и е инвестирала много в разработването на детски развлекателни материали. Maria hat über 24 Kinderbücher illustriert und viel in die Entwicklung von Unterhaltungsmaterialien für Kinder investiert. Както вече сте забелязали, повечето от нейните картини носят вид послание и слово. Мария Балова и съпругът и пастор Пламен Петров имат пътуващо служение и служат изцяло на Бог. Warum haben wir Marias Gemälde mit dem Titel Sie sind Geist und Sie sind Leben betitelt? Wie Sie bereits bemerkt haben, tragen die meisten ihrer Bilder eine Art Botschaft und Wort. Maria Valova und ihr Mann, Pastor Plamen Petrov, haben einen Reisedienst und dienen ganz Gott. Един ден през далечната 2012 година, след едно такова богослужение в Австрия, по време на молитва Мария усеща как дланите й се омазняват, като залети с масло. Тя вярва, че в този момент получава помазание от Святия Дух. Eines Tages im fernen Jahr 2012, nach einem solchen Gottesdienst in Österreich, spürte Maria während des Gebetes, wie ihre Handflächen fettig wurden, als wären sie mit Öl bedeckt. Sie glaubt, dass sie in diesem Moment eine Salbung vom Heiligen Geist erhielt. От тогава тя започва да рисува предимно на духовна тематика, като първата й картина е точно тази. Von da an begann sie hauptsächlich zu spirituellen Themen zu malen. Ihr erstes Gemälde war genau dieses. От тогава чрез своите си картини Мария пресъздава вид послание, слово. Така както всяко изкуство има своето слово и послание, така и тя създава Божието слово чрез своите изображения. Seitdem erschafft Maria durch ihre Bilder eine Art Botschaft, ein Wort. So wie jede Kunst ihr Wort und ihre Botschaft hat, so erschafft sie durch ihre Bilder das Wort Gottes. Maria Valova Petrova вече е излагала своите картини в София, Штутгарт, Испания и Австрия. То Германия, Австрия, Англия, Франция, Испания, Канада и САЩ. Maria Valova Petrova hat ihr Gemälde bereits in Sofia, Stuttgart, Spanien und Österreich ausgestellt. Beispielsweise in Deutschland, Österreich, England, Frankreich, Spanien, Kanada und den USA. Картините са на различна тематика, както сами може да видите. И сега с наближаването на Рождество Христово, те могат да станат един прекрасен подарък за вашите близки и приятели. А защо не и за вашия дом и семейство? Wie Sie selbst sehen werden, haben die Gemälde unterschiedliche Themen und können jetzt, da Weihnachten naht, ein wunderbares Geschenk für Ihre Lieben und Freunde sein. Und warum nicht auch für Ihr Zuhause und Ihre Familie? Заповядайте да разгледате и да се насладите с удоволствие на прекрасните творения на Мария. Също така можете да се почерпите от нашия малък буфет. Gerne können Sie Marias wundervolle Kreation betrachten und genießen. Gerne können Sie sich auch von unserem kleinen Buffet verwöhnen lassen. Vielen Dank. Благодаря.
Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich an Maria wenden. Auch wenn man die Frage möchte, so bringen Sie zu Maria. Okay. Wir wissen und glauben daran, dass Gott ist der, der unseren, für unser Leben entscheidet. Genau dieser Gott ist der Gott, der Maria die Gabe gibt, zu malen. Dadurch sind wir Gott dankbar. Aber die Musik ist etwas, was vom Himmel runterkommt. Und wir können mit einfachen Wörtern so mit diesen einfachen Wörtern können wir Gott preisen. Weil wir als gläubige Menschen haben eingesehen, dass unsere ganze Zukunft durch Jesus ist. Egal wie hoch der Berg, egal wie stark der Feind, ich weiß, dass Gott hat gesiegt. Und ich weiß, er kennt meine Kämpfe, er ist wie eine Ewigkeit. Ja, ich weiß, mein Gott ist größer, er hat alles in der Hand. Und ich weiß, er kennt meine Kämpfe, er ist wie eine Ewigkeit. Mein Gott ist größer. Mein Gott ist größer. Mein Gott ist größer. Egal wie hoch der Mann, egal wie stark der Feind, ich weiß, Gott hat es nicht. Wie hoch die Mauern sind und so gemein der Dreck, ich weiß, alle Ketten zerstreuen. Lerne mich immer mehr zu verstehen, wer du bist. Wie Gewissheit gibt mir, dass du deswegen bist. Und ja, ich weiß, mein Gott ist größer, er hat jetzt in der Hand. Und ich weiß, er kennt meine Kämpfe, er ist in der Ewigkeit. Mein Gott ist groß.